mangelnder Spott über die Sünde. Subhanallah. Du hast es gepackt. Mach dich nicht lustig über die, die es noch nicht gepackt haben. Und da hapert es. Subhanallah. Tarkul istihana bi ahli al-ghafla. Subhanallah. Du betest, denk nicht, du wärst jetzt. Du hörst nicht mehr Musik. Mach dich nicht lustig über die, die Musik hören. Ja, es ist Halle. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Dass die Sünde Sünde ist, heißt doch nicht, dass du dich lustig machst über diejenigen, die die Sünde begehen. Denn wer hat dich gerettet? Du selbst. Allah, Jalla Jalla. Ein Geschenk von Allah. Schau dir an, wie viele Religionen es gibt, die falsch sind. Wie viele Sekten es gibt. Wie viele Ideologien es gibt. Allah hat dich zur Sunna gebracht. Möge Allah uns gemäß der Sunna leben lassen und mit der Sunna sterben lassen. Also warum gibst du dann an? Aber der andere ist nicht so weit. Ja, so wie du gestern. Allah Azza wa Jalla sagt was? كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. So wart ihr vorher, doch Allah hat euch die Gunst erwiesen. Also nicht angeben. Ich vergessen, gestern, vorgestern, letztes Jahr, vor 10 Jahren, wo warst du? Du sollst dich freuen, dass du zurückkehrst zu Allah. Freue dich, aber sei nicht hochmütig und arrogant und denke nicht, du wärst was Besseres, sondern bleib auf dem Boden, sei demütig. Also die Unterlassung, das, also die mangelnde Spott, also dass man sich nicht lustig macht über die Leute der Achtlosigkeit. Über die Leute der Achtlosigkeit, die sind noch nicht so weit. Möge Allah uns und sie recht leiten. Wie viele Menschen haben noch nicht verstanden, was diese Welt ist? Denken, sie werden noch 10, 20, 30, 40, 50 Jahre leben. Haben vergessen, dass Malakul Maut jede Sekunde sie besuchen kann. Viele, oder nicht? Welches Gefühl solltest du ihnen gegenüber haben? Das Gefühl des Arztes gegenüber seinem Patienten. Macht sich ein Arzt lustig? Ha, du bist krebskrank. Wie kann man nur krebskrank werden? Gibt es irgendeinen Arzt, der das macht? Jeder Arzt, da kommt ein Patient, ich habe diese Krankheit, das tut mir leid. Das kriegen wir hin. Das werden wir, natürlich ein Muslim, inshallah und so weiter. Ja? Aber ein Nicht-Muslim motiviert auch. Gut, es gibt trockene Ärzte, ja? Und dachte, sie haben Krebs. Punkt. Ja? Ohne sensible Art und Weise es zu übermitteln. Aber der gute Arzt ist eben jemand, der motiviert seinen Patienten. Denn er weiß, er ist krank. Und derjenige, der noch sündigt, er ist krank, so wie du krank warst. Nur, dass Allah dich behandelt. Diesen aber noch nicht. Also warum gibst du dann an?